Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Und das ist tatsächlich ungewohnt, auch wenn ihr das heute schon 100 Mal gehört habt, aber es ist tatsächlich ungewohnt, vor Publikum wieder zu sprechen. Aber ich freue mich total. Also geht's los. Mein Name ist Franzi Kühne. Ich bin die Gründerin von Torben Lucy und Die Gelbe Gefahr. Wir haben uns 2008 gegründet als erste Social Media Agentur damals. Damals dachten alle noch Social Media und Facebook und Twitter, das geht schon wieder weg. Aber wie wir heute wissen, war das nur der Anfang. Wir sind heute 250 MitarbeiterInnen groß in Berlin und New York tätig. Und ich habe mich aufgemacht 2020 auf neue Wege. Zum Beispiel ein Buch zu schreiben. Das ist mein Buch, seit 14 Wochen Spiegel Bestseller, diese Woche Platz 6. Und ich war damals, 2017, Deutschlands jüngste Aufsichtsrätin, was eher nicht mein Verdienst ist, sondern eher peinlich für alle anderen Aufsichtsräte. Das ist mein Haus, das ist mein Auto, ein Boot habe ich noch nicht. Und ich darf heute hier 20 Minuten reden, aber gleichzeitig würde ich gerne 20 Stunden reden und eigentlich überhaupt gar nicht. Denn für mich ist so Vorträge halten wie Kinder kriegen. Also erst sage ich so, ja, cool, gute Idee, lass mal machen. Und jetzt 8 Monate später denke ich mir, oh Gott, ich will gerne einmal wieder durchschlafen, zumindest 3 Stunden am Stück und dass die Nächte wieder ein bisschen länger sind. Und außerdem stehe ich hier ganz allein und ich habe mich 10, 11 Jahre lang bei TLGG hinter meinem Mitgründungspartner Christoph versteckt. Christoph kann keinen Bogen um Mikrofon machen und jetzt stehe ich hier alleine und habe ganz viel Sachen zu erzählen, die ich jeden Tag so mitkriege und jeden Tag höre und Dinge, die ich dazu lerne und die ich weitererzählen möchte. Und jetzt fragt ihr euch, naja, warum macht sie das denn? Da kann ich nur die schlauste und universell gültigste Antwort geben, weil halt und warum nicht? Denn wenn man immer nur das macht, was einem zufällt und mit dem man sich wohlfühlt und Sachen, die einem leicht fallen, dann ist das doch so, als würde man gar nicht von der Stelle kommen. Und ich erzähle das nicht jetzt für das Erwartungsmanagement an den Vortrag, sondern vielmehr gibt es eine Moral von der Geschichte. Deswegen eine kleine Übung vorweg. Stellt euch mal eine Sache vor, die euch unglaublich leicht fällt. Also sowas wie rechnen, zuhören, Radfahren, whatever. Und jetzt stellt euch eine Sache vor, die euch unglaublich schwer fällt. Wie rechnen, zuhören, Fahrradfahren, whatever. Und jetzt denk mal daran, wie oft du vor einer Tür gestanden hast und andere sind einfach durchspaziert. Für die war das überhaupt kein Problem und die haben sich gar nicht damit aufgehalten, sich zu schämen oder sich zu beschämen oder den Schuldigen zu suchen. Und da ist nur ein Haken. Jeder Mensch ist anders. Eine Sache, die dir zufällt, fällt einem anderen unglaublich schwer und wirklich unglaublich. Und was generell besser oder schlechter ist oder wichtig oder unwichtig, ist immer eine Frage der Perspektive und letztendlich auch der Zeit und der Zeit, in der wir leben. Und Zeiten ändern sich. Beweismittel A ist zum Beispiel diese Brille. Das heißt, es braucht vor allen Dingen Mut. Mut, um rauszufinden, was man wirklich braucht und die eigenen Möglichkeiten und Grenzen zu erkennen, den beschwerlichen Weg einzuschlagen und letztendlich dann auch zu überwinden. Und deswegen möchte ich euch bitten, wenn ihr das nächste Mal vor so einer Tür steht, geht mal ums Haus rum, guckt, ob da ein offenes Fenster ist oder baut euch eine Leiter oder fragt jemanden um Hilfe oder fragt euch angesichts eurer Möglichkeiten, ob ihr da überhaupt noch rein wollt. Denn wir setzen mal Folgendes voraus: Den perfekten Zustand, den gibt es nicht. Also ein Zustand, in dem mir alles leicht fällt und alles zufällt, deswegen muss ich den dann auch nicht erreichen. Wichtig ist, nicht stecken zu bleiben und weiterzumachen, Neues auszuprobieren, anzufangen. Und wenn dir etwas nicht leicht fällt oder sogar schwer oder in einem bestimmten Kontext peinlich oder ganz komisch ist, dann versuch es einfach mit der Akzeptanz der Ist-Situation. Neugier auf die Zukunft und muss loslaufen. Wenn sich alles immer ändert, scheint es leichter, sich zu verstecken oder auch stoisch weiterzulaufen. Denn Mut sieht in den seltensten Fällen so aus. Oft tatsächlich eher so.
Und Leute, die was anderes behaupten, denen glaube ich kein Wort. Ich traue mich heute hier zu euch zu sprechen, um euch Mut zu machen, um euch neugierig zu machen auf das, was da kommt und die Veränderungen und die großartigen Möglichkeiten, die da für euch drin liegen. Also keine Sorge, ich werde euch heute nicht das Internet beibringen oder über Frauenrechte debattieren oder Unternehmertum oder Leadership sezieren. Ich habe auch nicht mehr Wissen oder Zugang zu Wissen wie ihr. Deswegen schaut einfach TED Talks, Podcasts. Ich habe eine ganze Liste, also fragt im Nachhinein, lest Bücher, unter anderem natürlich dieses Buch. Was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal. Und ganz unabhängig davon, mit was wir uns beschäftigen und worauf wir uns einlassen, die Welt ändert sich und damit ändert sich jeder von euch zwangsläufig mit. Deswegen die Frage, wie können wir, also du und ich, diese Veränderung mitgestalten und uns dabei selbstbestimmt weiterentwickeln. Darum geht es heute. Be the change. Die Veränderung kommt also, die Einstellung dazu wird den großen Unterschied machen. Es gibt unglaublich viel Unsinn da draußen, das kann abstrecken, aktionistische Regeln, falsche Propheten, das ganze Bullshit-Bingo und viele Säue, die durch das Dorf getrieben werden, nicht zuletzt getrieben von Unwissen. Dazu ein kleines Beispiel von Anfang des Jahres. Sicherlich haben es einige von euch mitgekriegt. Da gab es Clubhouse und ich war ziemlich begeistert von Clubhouse. Also Clubhouse ist eine App, die Anfang des Jahres rauskam, Audio-Only-App. Man kann an Live-Podcasts teilnehmen und aktiv sich an Diskussionen beteiligen und ich war komplett begeistert. Also ich habe Clubhouse den ganzen Tag über gemacht mit meinem Neugeborenen und immer wippend und immer die Clubhouse-App auf dem Ohren gehabt. Das war der letzte Shit. Es war allerdings so, dass ich dachte, das wird die Welt verändern. Also das wird tatsächlich so eine App wie Facebook, wie Instagram, was alles bei mir im Leben ändert. Und dann habe ich festgestellt, nach 2 Wochen war das Ganze auch schon wieder vorbei. Also die Relevanzzeit war relativ kurz und der Haken ist auch, dass diese App niemals den europäischen Datenschutzrechten entsprochen hat. Aber es sind so viele Leute innerhalb dieser 2 Wochen auf diesen Zug aufgesprungen, auch Minister und sehr, sehr viele Politiker, die sich davon gar nicht abhalten lassen haben, da mitzumischen, trotzdem das nicht den Datenschutzrechten entsprochen hat. Ich habe mitgemacht, passiert und so what, weiter geht's. Datenschutz ist tatsächlich so eine Sache, wo ich mich frage, es gibt mehrere Millionen Alexas in den Haushalten und da sind heute Leute dabei, die in den 80ern gegen die Volkszählung waren. Also schwierig, würde ich sagen. Ich glaube deswegen an Bildung, ich glaube an Ausbildung, an Weiterbildung und lebenslanges Lernen, gerade in Unternehmen und die müssen den Weg selbstbestimmt gehen. Klimawandel ist genauso ein Thema, man kann ihn nicht ignorieren, man kann ihn nicht verdrängen. Es wird dadurch nicht weniger wahr und dringlich. Unternehmerinnen verstehen das immer häufiger und langfristig wird da kein Weg dran vorbeiführen. Wir müssen uns also früher oder später damit beschäftigen und hier möchte ich Aufmerksamkeit auf das Wort müssen legen. Das heißt, kein Weg dran vorbei. Und wir müssen uns einpendeln und ständig ajustieren. Bildung und Verantwortung gegenüber Verboten und Regularien zwischen Mensch und Maschine. Denn so läuft es in den seltensten Fällen. Auch hier eine kleine Geschichte, meine ersten Berührungspunkte mit dem Internet. Es ist 1999, ich habe ein Austauschjahr in Amerika gemacht, in Texas. Und ein Typ kam zu mir und sagte, Mensch Frenzi, ich richte dir mal deine E-Mail-Adresse ein. Mit Passwort und allem drum und dran. Und ich so, ja, top, super Idee. Und seitdem konnte man mich unter ratte-erika@hotmail.com erreichen. Und ehrlich gesagt konnte man das auch noch bis 2006. Und ich dachte damals auch so StudiVZ, ICQ, das werden noch meine Enkel nutzen. So viel zu meiner digitalen Adaptions- und Projektionsfähigkeit. Wenn wir zurück in die Zukunft 2 den Film angucken, der spielt im Jahr 2015, also vor 6 Jahren und das sah so aus. Es stimmt
zwar alles, also in Berlin-Mitte sieht jeder zweite Typ so aus, aber so fliegende Autos ist jetzt nicht ganz so das Ding. Aber viel interessanter ist natürlich dieses Bild, weil sie konnten sich die Revolution in der Fortbewegung vorstellen, aber nicht, dass man Nachrichten auf einem mobilen Gerät liest. Und auch das, jeder kennt den Lieblingssatz von dem Mathelehrer von früher. Ihr werdet nicht immer den Taschenrechner dabei haben. Oh doch, werden wir. Unser Leben ist geprägt durch soziale Medien, die Vorlieben mit Targeting über Cookies eingesammelt werden und Fake News. Wir müssen uns in Acht nehmen vor Fake News. Wir müssen Überschriften, Clickbait, wir haben Überschriften in Clickbait. Meinungen werden zu Shitstorms und Influencer beeinflussen Wahlen. Selbstfahrende Autos crashen in Polizeistreifen und das hätte wahrscheinlich keiner gedacht, genauso wenig wie das. Ich meine, jede dritte Ehe beginnt heute im Internet. Crazy. Der Politik stellen sich ganz neue Fragen. Sie müssen Digitalisierung vorantreiben in Schulen, in den Ämtern und Regularien anpassen. Und ich habe vor ein paar Tagen das erste Mal so Aktienhandel ausprobiert. Ich habe mich nie für Aktienhandel interessiert und dann sagte mir ein Freund, oh, hier, fang mal an und mach mal. Und ich so fand das eine gute Idee und wollte unbedingt da mitspielen, habe mir Trade Republic runtergeladen und war überrascht davon, wie ich innerhalb von wenigen Minuten eine Verifizierung hinter mich gebracht habe und einfach in dieses Aktiengame einsteigen konnte. Wenn ich mich da erinnere, wie das damals war, mein Sparkassenkonto zu eröffnen, war die User Experience nicht halb so gut. Also es ist schon sehr, sehr einfach, auf solche Sachen aufzuspringen und Zugang dazu zu bekommen. Und wenn wir uns jetzt so, also das ist eins von vielen Beispielen in der Fintech-Industrie, aber wenn wir uns das so angucken, kommt die BaFin da mit ihren veralteten Strukturen kaum hinterher. Disruption von bestehenden Märkten ist natürlich eine Sache und das Erschaffen und völlig neu Interpretieren von Geschäftsfeldern sehen wir heute noch genauso. Wir kennen die Leute, die mit unauffällig, auffällig braunen Papiertüten am Hauptbahnhof rumschleichen, nur damit niemand sieht, dass sie gerade aus dem Beate-Use-Laden kommen. Und heute steht Lea-Sophie Kramer, die Gründerin von Amorelie, auf Bühnen und redet mit einer Selbstverständlichkeit über Sextoys. Das hätte niemals jemand vor ein paar Jahren gedacht. Und damit will ich zeigen, die Schnelllebigkeit von Geschäftsmodellen, die Wahrnehmung des Verhalten und das Bedürfnis ändert sich einfach wahnsinnig schnell und der Wettbewerb, Konzepte und Kundenrelationen damit. Großartig auch, dass vor ein paar Monaten NRW ein ganz großer Schlag gelungen ist. Sie haben für 2,6 Millionen den digitalen Brockhaus für Schulen gekauft. Da sage ich mir 2,6 Millionen, meine Güte, ich glaube, ihr solltet den Typen finden und bei euch einstellen, der den das verkauft hat. Wir können heute viel zielgerichteter mit unseren Nutzergruppen, kommunizieren. Ganze Welten entwerfen und den Customer Lifecycle und die User Journey steht dabei immer im Vordergrund. Nichts kann mehr getrennt voneinander betrachtet werden oder alles muss miteinander in eine Rolle gebracht werden und alles zur selben Zeit. Emotionale Themen und Trigger, die Frage nach Transparenz und Vertrauen, das Aufbauen von Community, die Marke, der Impact. Es geht um das Erlebnis und das geht weit über diese Produktnutzungsphase hinaus. Das wird einem nicht nur dem Kunden verkauft, sondern der Kunde ist zentraler Bestandteil und gestaltet die Welt mit. Es geht um Daten und das Sammeln von Daten und damit können wir die Bedürfnisse und die Bedarfe viel besser verstehen, beobachten und analysieren und Produkten eine ganz andere Dimension geben. Wir können vor allen Dingen den Kopf kühl halten und dabei wirklich sinnvoll Sachen machen, individuelle Prägungen vorleben und unsere Vorurteile und Biases, die tief in uns verwurzelt sind, rausnehmen. Und das ist ganz wichtig, denn wir haben als Beispiel eine kleine Gemeinde in Schweden. Die wollten sich durchleuchten und gucken, ob sie irgendwo Gender Biases haben, um diese auszumerzen. Und die Zuständigen haben alle Etats und Zusammenhänge sich angesehen und fanden Dinge heraus, die
wo Frauen schlechter gestellt waren und was hauptsächlich hauptsächlich zu sehen war, waren die Schneeschipppläne. Die Schneeschipppläne. Die sahen nämlich vor, dass Zubringerstraßen zuerst freigeschaufelt werden mussten. Man muss ja zur Arbeit kommen und erst danach wurden die Gehwege vom Schnee befreit. Und hauptsächlich Frauen, die ihre Kinder mit dem Kinderwagen in die Kita gebracht haben, haben sich dann verletzt und die Schneeschipppläne wurden hauptsächlich von Männern gemacht. Das heißt, niemandem ist aufgefallen, wie unfair das eigentlich war, dass Frauen ständig ins Krankenhaus mussten und sich dort verletzten. Und dabei geht es weniger um Fairness. Als man die Schneeschipppläne dann aufgestockt hat, mussten die Krankenwagen durchaus weniger ausrücken und das hat sich innerhalb von kürzester Zeit rentiert und das Geld war wieder drin. Genauso ein Beispiel sind Investoren. Auch da sind sehr, sehr viele Biases, die finanzielle Interessen gefährden. Von Startups geführte Frauen sind rein statistisch gesehen nachhaltiger und dennoch sammeln frauengeführte Startups weniger Funding ein. Und meist, weil sie mit realistischeren Zahlen an die Investoren herantreten, eine Eigenschaft, die später mehr Erfolg zeigt, aber im Funding weniger einbringt. Auch die Gespräche, wenn ich mich an so einen klassischen Bankberater erinnere, der dann dort sitzt und das Gespräch mit einer Frau komplett anders führt. Dabei geht es viel mehr um Risiken und um Gefahren, die lauern könnten. Während ein Mann in so einem Gespräch viel eher glänzen kann, weil er nach Chancen befragt wird, nach Expansionen, nach Wettbewerbern, die er umringen kann. Und da ist es schon sehr beeinflussend, welche Biases man da im Kopf hat. Heißt, Investoren und Investorinnen geben statistisch gesehen eher den Geld, die mehr versprechen und weniger halten. Daten, wenn sie richtig erhoben sind und wenn der Algorithmus vorurteilsfrei designt wurde, helfen nicht nur gerechter und sinnvoller, wertschaffender und zuletzt langfristig wirtschaftlichere Produkte und Services zu gestalten. Es geht vor allen Dingen darum, unrepräsentative Gruppen, wie es heute noch oft der Fall ist, Produkte designen zu lassen, also im stillen Kämmerlein und dann werden sie einfach so auf den Markt geschwemmt. Immer mehr stellt sich die Frage, was brauchen die Menschen da draußen? Was brauchen die Konsumenten? Was sind die Grundbedürfnisse? Und ein Produkt, wenn es entworfen wird, es geht viel mehr um Services, es geht viel mehr um, was der Mehrwert für den Menschen und der ganze Mensch steht im Mittelpunkt. Das Ganze nennt man Don't Scale Shit. Natürlich muss man Testen anpassen unbedingt, aber nicht auf dem Reißbrett zur Massenproduktion. Und in der Schule habe ich noch gelernt, Just-in-Time-Produktion, in Zukunft werden Produkte und Services für den Handel und für die Endkunden Just-in-Time entwickelt, Just-in-Need vermarktet und Justin Bieber über Instagram verkauft. Das heißt, der Mensch steht im Vordergrund und die Orientierung an der echten Lebensrealität und nicht an dem Kunden, den ich mir irgendwo gemalt habe. Und damit stellt sich auch die Frage, und das ist die zweite Seite der Medaille, wie sieht es um das Thema Arbeit aus und das Thema New Work und moderne Führung, das Team der Zukunft? Und wir sind uns einig darüber, dass Connected Software die Zukunft ist und es wird immer häufiger werden und Programme werden immer häufiger werden. Aber durch diese Veränderung der Arbeit merken wir, dass Soft Skills viel, viel häufiger im Fokus stehen. Viel, viel mehr es um das Zwischenmenschliche geht und um die Fähigkeiten, die man eben nicht in der Ausbildung lernt. Und alles muss dementsprechend in Balance gehalten werden. Programme können die Steuererklärung machen und unsere Organisation vernetzen, aber dieses Menschlichsein, das ist das, was unbedingt im Mittelpunkt stehen muss. Und früher, damit meine ich nicht dieses Früher, sondern dieses, also gestern, heute früh oder gerade eben noch, aber jedenfalls nicht morgen, bedeutete Führung Macht ausüben, Hierarchien halten, Vorbild sein an Durchhaltevermögen und Professionalität. Hier sehen wir aber einen klaren Wandel der Ansprüche. Also Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen genauso wie Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen werden da in ein neu interpretiertes Lebensziel und Lebenssinn gesetzt. Menschen wollen den Unterschied machen. Es geht um Schlüsselwörter wie Purpose und Impact und nicht mehr Macht und Status. Und dazu kommen natürlich neue Möglichkeiten und Rahmenbedingungen.
Das Homeoffice, ja, ist ein Teil davon, künstliche Intelligenz und neue Technologien auch. Aber die Zukunft ist der Mensch und seine individuellen Stärken und Möglichkeiten. Und ich predige das sehr gern. Es geht um Diversität und es geht um Unterschiedlichkeit, unterschiedliche Skills, unterschiedliche Perspektiven und Arbeitsweisen. Und Diversität bedeutet nicht nur unterschiedliche Hautfarben und Hintergründe und Sexualitäten. Die Menschen, die divers sind, müssen auch divers denken und handeln dürfen. Und dafür brauchen sie einen Rahmen. Es geht also um Räume und Zeiten für den Kulturwandel. Also schafft Räume für den Austausch, zum Lernen und Ausprobieren. Schafft Strukturen und Prozesse, die die Sicherheit geben, Fehler zuzulassen. Und nutze die Tools und Soft- und Hardware, die dich unterstützt und die Sinn machen, um diverse Fähigkeiten zu fördern. Und ganz speziell Digitalisierung, sie ist kein Monster, das mit Innovation gefüttert werden muss. Digitalisierung ist Mittel zum Zweck und nicht zum Selbstzweck. Und Probleme lassen sich auch nicht damit lösen, dass alle immer in einen Raum gesetzt werden und dann wird schön Bionade getrunken und in der Pause Kicker gespielt. Auch das Einschwören auf dieses gemeinsame Baby allein macht auch keinen Sinn. Also es braucht immer die Mischung an Fähigkeiten. Und wenn wir jetzt sagen, Produkte, Marke und Customer Experience ist das, was für den Kunden steht, und für die Marke und für das Produkt sind es für die Mitarbeiter Skills, Arbeitsumfeld und Kultur. Und ich glaube, genau das ist meiner Meinung nach die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Es geht um lebenslanges Lernen, um Führung, um Fehler zulassen, um Kommunizieren und Verständnis zeigen und nachvollziehen. Und mir fällt es auch nicht leicht, dass ich nie ankomme und nie weiß, wie der Hase läuft. Aber andererseits finde ich es auch viel, viel spannender, dass da noch Dinge draußen sind, die ich nicht weiß und die ich nicht voraussagen kann und managen kann. Also es geht nicht um kleines Micromanagen von Fußsoldaten, sondern vielmehr darum, aus Leuten ganz viel rauszuholen. Wir brauchen also keine schwerfälligen Kreuzfahrtschiffe, wo Kurs gehalten wird auf der Brücke, sondern Ziel muss es sein, eine kleine, flexible und wendige Flotte zur Expeditionsfahrt zu begleiten. Und jedes Boot ist für sich ein kleines, eigenes Boot, was weiterfährt und die Reise beginnt und die Reise dann eben so wertvoll macht wie das Ziel. Es geht um Eigenverantwortung, Selbstorganisation, zeitunabhängiges Arbeiten nach Talent und Neigung und hier auch wieder eine Kinderanalogie. Das heißt, wir müssen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darauf vorbereiten, dass sie das alleine können und den Rahmen bieten fürs Lernen und Dinge zu wissen und im Zweifel sie auch mal zu verteidigen. Dafür müssen wir Fehler machen, selbst machen und da sind Eltern wie Führungskräfte. Wir müssen Verständnis zeigen und akzeptieren, dass wir nicht immer der oder die Schlauste im Raum sind, sondern dass die anderen sind, nämlich das Team, um das es eigentlich gehen soll. Ich erzähle das hier so, habe das alles schon tausendmal gemacht und eine Franzi Kühne kann das einfach so, Führung halt, ja, ist eh klar. Aber so ist es auch nicht. Als wir 2015 unsere Agentur neu überdacht haben, haben wir eine HR-Chefin eingestellt, das erste Mal in der Geschichte von TLGG. Und ich hielt es für eine gute Idee, unsere HR-Chefin zu einem Führungskräfte-Workshop zu schicken. Dieser Führungskräfte-Workshop war mit unseren 15 Top-Managerinnen und war extern betreut. Die Geschäftsführung durfte nicht mit dabei sein. Und ich vergesse nie ihr Gesicht, als sie wiederkam aus diesem Workshop, weil sie sehr schockiert war, was da passiert. Alle haben sich ausgekotzt über unsere Firma. Sie haben gelästert über die Geschäftsführung. Sie haben Gehälter offengelegt und die war ziemlich verzweifelt. Und ich dachte mir, warum passiert das? Die sollen doch für uns arbeiten. Warum fühlen die sich nicht wohl?
Aber das hat extrem viel dazu beigetragen, dieser Schlüsselmoment, dass wir angefangen haben, uns zu verändern, eine Vision zu entwickeln für TLGG, Werte niederzuschreiben, ein Führungskonzept uns auszudenken. Und ich spreche da 7 Jahre nach Gründung der Firma und wir waren da schon relativ groß. Das heißt, es ist nie zu spät, um anzufangen. Aber diese Sachen zu machen und am Unternehmen zu arbeiten, ist extrem wichtig. Es ging uns ganz viel um Eigenverantwortung. Wir haben das Schöpferprinzip etabliert, was euch sicherlich ein Begriff ist, und viel, viel Sachen über Kommunikation gelernt und über Führung und in unsere Organisation hinein entwickelt. Und für Veränderungen braucht es nicht nur unternehmerisches Denken auf Führungsebene, sondern wir brauchen das überall. Wir brauchen also Lust auf Veränderungen, auf radikales Akzeptieren der Ist-Situation, um eben genau diese Flotte zu bauen. Und dafür braucht es Willen und Mut und Strategie. Und auch hier wieder eine Kindermetapher. Es lohnt sich, diese staunenden, aufsaugenden und stetig sich weiterentwickelnden Kinder mal anzuschauen und sich diese Art abzugucken. Denn bei so einem Entwicklungssprung ist es faszinierend mitzuerleben, wie schwer es ist, diese Welt zu erkennen. Und es fühlt sich an wie so ein Server-Upgrade. Und nachdem das vorbei ist, sind neue Features drauf und alles funktioniert auf einmal ein Stück besser. Und ich weiß, dass wir im Moment in einer Welt leben, die ziemlich chaotisch ist. Also Corona hat ziemlich viel auf den Kopf gestellt und beschleunigt und anderes entschleunigt. Viele schwärmen vom Homeoffice. Die Privatdetektive waren in Deutschland noch nie so ausgebucht wie während Corona, weil sie ihre Angestellten gestalkt haben, ob sie auch wirklich zu Hause arbeiten. Auch ein schönes Menschenbild. Und ich habe ganz viele Freunde und Bekannte, die die Krise völlig umgeworfen hat. Und hinzu kommt noch der Klimawandel, das Dringlichste unserer Zeit, was wir in den Mittelpunkt stellen müssen. Und auf der anderen Seite, bei all diesem Chaos finde ich das faszinierend, dass da junge Menschen zu Hause sind, die so viele Potenziale entfalten und so viel Kraft gerade entwickeln. Und ich freue mich auf den Teil, der dann noch durch diese Energie, die freigesetzt wird, kommt. Gute Entscheidungen kommen aus Erfahrung und Erfahrung kommt durch schlechte Entscheidungen. Dankeschön.